Doch mit erneuerbaren Energien kann man nicht nur Preise gewinnen, sondern auch Preise ansteigen lassen. Denn die Stromkunden müssen ab 2013 tiefer in die Tasche greifen. Der Grund ist die Umlage für den Ökostrom. Wie teuer es konkret wird, das haben die Netzbetreiber heute bekannt gegeben. Wir haben mal ausgerechnet, was das für eine Leipziger Familie bedeutet. Es ist wie im Märchen von Hase und Igel. Um mehr als 300 Kilowattstunden haben Angela und Michael Müller aus Leipzig ihren Stromverbrauch in den vergangenen Jahren reduziert. Doch für die dreiköpfige Familie hat sich das nicht ausgezahlt. Uns fällt eben bloß auf, dass trotz sinkender Verbräuche die Preise konstant bleiben bzw. sogar ein wenig gestiegen sind. 2.775 Kilowattstunden Strom haben Müllers im vergangenen Jahr verbraucht. Kosten rund 748 Euro. Seit heute ist klar, ab Januar kommen in jedem Fall 1,7 Cent pro Kilowattstunde dazu. Ralf Noack ist Energieberater und hat ausgerechnet, wie sich das auf Müllers Stromrechnung auswirken wird. Für die Familie Müller bedeutet das dann ab 01.01.2013 Mehrkosten von ungefähr 42 Euro netto. Grund ist die sogenannte EEG-Umlage für den Ökostrom. Die beträgt 3,6 Cent pro Kilowattstunde und wird im kommenden Jahr auf 5,3 Cent steigen. Doch damit ist das Ende der Preisschraube noch nicht erreicht. Und das ist die schlechte Nachricht des Tages. Wir werden noch weitere Zusatzkosten für das Thema Strom, Netze und Umlagen in 2013 erwarten. Neben der EEG-Umlage erwarten Experten Umlagen für nicht rechtzeitig angeschlossene Offshore-Windanlagen und Umlagen für den Netzausbau. Die Folge: damit verteuert sich jede Kilowattstunde Strom voraussichtlich um 5,7 Cent. Einfaches Stromsparen hilft da nicht weiter. Ein Leipziger Verbraucherportal hat herausgefunden, der größte Spareffekt wird erreicht durch den Wechsel in einen günstigeren Tarif. Die Deutschen zahlen ungefähr 7 Milliarden Euro zu viel für ihren Strom. Das liegt daran, dass ungefähr die Hälfte der Kunden immer noch im Grundversorgungstarif ihres Grundversorgers, zum Beispiel der örtlichen Stadtwerke, sind. Familie Müller hat inzwischen den Stromanbieter gewechselt. So hoffen sie zumindest, die Strompreiserhöhung ein wenig abzufedern.